zum Beispiel wieder den Einsatz in Afghanistan nehme, dann weiß ich, dass viele Menschen Zweifel haben, ob dieser Einsatz notwendig und ob er richtig ist. Und ich respektiere diese Zweifel, das will ich ausdrücklich sagen. Ich denke schon, dass wir am Anfang die Brisanz unterschätzt haben. Ich bin barfuß durch die Wüste gegangen, auf heißem Wüstensand, in einem verwüsteten Land. Durch viele Kriege verschandelt, hab mich gefragt, wie bin ich hier bloß gelandet? Irgendwie schiffbrüchig, auf diesem Gebiet gestrandet. Die Sonne hat mich verbrannt, die Strahlen haben geblendet. Kein Wasser in der Hand, auf einer Straße, die nie endet. Die Gefahr hat gelauert, hat meine Angst gewittert, meinen Schweiß gerochen. Ich hab trotz Hitze gezittert, bis auf die Zähne bewaffnet. Aber trotzdem schutzlos, die Ausrüstung schwer und sperrig. Und hier draußen nutzlos, der Auftrag ist klar, aber unverständlich, wo ist das Ziel? Wofür kämpfe ich? Jede Hilfsaktion nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der schnell verdunstet. Ich fang an zu zweifeln, alles anzuzweifeln. Doch ich hab keinen Empfang. Mit dem Funkgerät die Fragen verlaufen im Sand. Der Weg ist gefährlich ins Taliban-Land. Es geht denn irgendwie rasend schnell. Schüsse wie aus heiterem Himmel, gleich aus verschiedenen Richtungen. Ein Hinterhalt der Taliban. Der Weg ist gefährlich ins Taliban-Land. Es geht denn irgendwie rasend schnell. Schüsse wie aus heiterem Himmel, gleich aus verschiedenen Richtungen. Ein Hinterhalt der Taliban. Ich sehe die Menschen in ihren Augen sich. Verzweiflung spiegelt, wenn man ihnen in die Augen blickt. Jeder Augenblick eine Ewigkeit. Im inneren Auge zieht das Leben vorbei. Keine Zeit stehen zu bleiben, die Patrouille geht weiter. Die Uhr scheint stehen geblieben, doch ich höre das Ticken des Zeigers. Wohin verschlägt es mich heute? Was verbirgt der nächste Felsen? Die Gruppe erschafft eine Illusion. Wir sind die Helden und wir bahnen uns den Weg, auch wenn er hart und steinig ist. Ein gottverlassener Ort, hofft, dass mein Schutzengel bei mir ist. Man gewöhnt sich an den Gestank, wenn man in der Scheiße sitzt. Der Brief an die Familie, ich hab alles im Griff. Mir geht es gut, macht euch bitte keine Gedanken. Die Lage ist ruhig, ich komm zurück zu euch im Ganzen. Und jetzt bin ich wieder im Lande, doch ein Teil von mir ist da geblieben. In Afghanistan, am Hindukusch, da wo Soldaten spielen. Rund um die Uhr ist die Bundeswehr hier in Alarmbereitschaft. Infanteristen der Bundeswehr, Tag für Tag, Woche für Woche. Eine Mission in kritischen Zeiten. Mein Bauch sagt mir, dass es heute mit gar nicht kleiner Wahrscheinlichkeit knallen wird. Den Einsatz eher als einen Einsatz von THW oder Rotkreuz in Bundeswehruniform dargestellt. Doch von Krieg in Afghanistan traut sich die deutsche Politik bis heute nicht zu sprechen. Ich habe auch Verständnis für jeden, der von Krieg spricht. Das Bild des Soldaten, der im Wesentlichen winkt und Brunnenbullets bezeichnet hat, aber der damals schon auch natürlich auch in einem Kampfeinsatz war. Afghanistan, das muss beendet werden.